So, der nächste Klicker heute ist eine kleine Besonderheit, denn hier bin ich in die Closed Alpha gekommen. Der Klicker ist Idle Champions of the Forgotten Realms und ist von den Machern, die auch Crusaders of the Lost Idols gemacht haben, beziehungsweise auch immer noch machen, weil das Spiel wird ja weiterhin erweitert. Und ja, mal schauen, was Code Entertainment da für Möglichkeiten geschaffen hat. Das Ganze soll auf Dungeons & Dragons basieren, eben wie gesagt aktuell in der Closed Alpha, deswegen sind auch noch keine Errungenschaften verfügbar. Vielleicht gibt es da später noch welche dazu. Das Spiel selber soll irgendwo im so dritten Quartal diesen Jahres, also 2017, rauskommen. Und mal sehen, was es da jetzt tatsächlich schon zu spielen gibt und wie da die Klickermechaniken mit Dungeons & Dragons Mechaniken verknüpft werden. So, also hier entsprechend die Information, dass eben Idle Champions im Alpha-Test aktuell ist. Und ja, natürlich versuche ich es jetzt auch mal zu testen, mal gucken, ob ich irgendwas finde, was mir auffällt, irgendwie an Fehlern oder Problemen, dass ich das dann auch entsprechend melden kann. Below you see Buttons for Support, Feedback, Forums, Reset Account und Climb 5 Chests. Ich kann jeden Tag 5 Gold Chests einsammeln. Okay. If you feel something in the game is broken or stuck, report it to the support system. Genau, das werde ich dann machen. This will allow us to more quickly check your account and resolve the problem. Okay, ich hoffe, dass ich nicht irgendwo jetzt stecken bleibe. Und ja, das allgemeine Feedback ist dafür. Mal gucken, wo das Einzelne jeweils hinführt. Discuss the game with your fellow Alpha Testers in the Forum. Genau, also zumindest bei Steam gibt es auch eben ein entsprechendes Alpha Forum. Und also zu dieser Alpha bin ich gekommen, weil es in Crusaders of the Lost Idol einen Aufruf gab, wo man sich mit einer E-Mail eintragen konnte. Und ein, zwei Tage später hatte ich dann schon einen Key bekommen, um letztlich an der Alpha teilnehmen zu können. All data will be read. Genau. Okay, das heißt, dann geht es auf jeden Fall nochmal von vorne los. Dann hole ich mir jetzt erstmal die 5 Kisten. You only few hours passed on. Oh, attacking don't. Okay, soll ich jetzt irgendwas machen? Okay, jetzt kann ich auch mitklicken. Was wir auf jeden Fall hier mehr haben, ist bessere Fullscreen-Einstellungen. Oder überhaupt die ganzen. Und natürlich das schon mal. So, jetzt muss ich dir ein bisschen unter die Arme helfen. Hey, why you don't spend gold to level me up? Okay, kein Problem. Wenn wir die Kohle haben, kriegst du gleich ein bisschen dazu. Und ich hoffe, ich habe dich jetzt rechtzeitig gerettet, bevor du gestorben wärst, weil allzu viele Lebenspunkte scheinst du nicht mehr zu haben. We're only few hours traveling. Okay. Finally, this area quest is complete. Click the arrow to move. Klar. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich ähnlich zu Crusaders of the Lost Idols, weil da gibt es auch immer so 5, wobei das ist ja bei vielen Klickern ähnlich. Aber zumindest ist da oben auch diese so Art Karte, mit der das angezeigt wird. Okay, hier kann ich noch nicht weitergehen, aber da kann ich Autoprogress einschalten. Auf jeden Fall ist er jetzt im Moment geheilt und macht aber nur 8 Damage, jetzt kann er 12. Wo habe ich denn eigentlich meinen Click Damage her? Das sind die 4 Schaden da oben, aber im Moment. Wird das zusammen hochgezählt, während die Zahl verschwindet? Okay. Ah, hier, Click Damage, Level 1. Da brauche ich 50 Taler, um die zu bekommen. Ah, I leveled up enough to earn upgrades. Dann lass mich doch mal schauen, was du für Up. Okay, das war jetzt aber irgendwie nichts zum Aussuchen, sondern es war einfach nur das nächste Upgrade. So, Inventory gibt es auch. Naja, das sind die 5 goldenen Chests, die lasse ich mal im Moment noch. Weil vielleicht gibt es ja. Lass mich doch den mal anschauen. Habe ich jetzt Auto schon eingeschaltet? Dann machen wir den Auto mal wieder aus. You trace the Gnolls back to their camp. Okay.
So, mit 48 hat er auf jeden Fall, also immer wenn der Angriff aufgeladen ist, greift er einen an. 4 Sekunden Cooldown. Also bei Level 10 bekommt er den mehr Damage, wenn mehr Kompagnons da sind. Oh, da ist ein Archer, der ihn aktuell aus der Ferne behagt. So, machen wir dich doch mal auf Level 10. Unlock Level 10. So. Ja, jetzt habe ich leider nicht mehr genug Geld, weil ich habe es nämlich bereits ausgegeben. Oh no. Sag mir nicht, dass du jetzt damit ein Problem hast. Okay, das ist eine Alpha, aber zumindest bin ich nicht so weit stuckt, dass ich nach einem Neustart ist diese Sperre auf jeden Fall aufgehoben. So, mal sehen, was passiert, wenn er gestorben ist, ob er irgendeinen Cooldown hat, bevor er wiederbelebt wird, oder ob es tatsächlich einfach nur eine Runde zurückgibt. So, diesmal jetzt tatsächlich sie auch erwerben. Natürlich, wenn ich die Celeste, wird wahrscheinlich nicht so lange überleben. Oh, die Area ist vollständig. Mal gucken, was passiert, wenn sie stirbt. Okay, ich werde jetzt einfach überrannt und dann geht es sicherlich ein Stück nach hinten. Das heißt, ich komme dann wieder eine Area zurück. Ja. Okay, insoweit ist die Mechanik auf jeden Fall ähnlich zu... Okay, keine Cooldowns, keine Sperren, keine negativen Effekte. Dann kann ich einfach die nächste weitergehen. The last upgrade I got gave me a formation ability. If me youth closer Celeste or Celeste to me, increase my damage. Benna, these ruins could be an excellent source of rare magical equipment. Ooh. The ruins seems to be in style of shield dwarves, perhaps a small farmstead. Okay, so, jetzt sollte er... Ja, 192. Okay, das sind jetzt auch die Missionen. Das heißt, ich soll 15 von diesen Relikten einsammeln. Muss im Moment noch gar nicht allzu viel machen und kann vor allen Dingen... Ui, nein, sind das 2000 oder 2,0? Okay, 2,0. 85. Der ist jetzt Level 12. Aber ich wollte hier mal das... Ui. Also, Level 13, Fighter Class, also Class Fighter, Race Shielder, Alignment neutral, gut, Background not set. So, das heißt, da gibt es wahrscheinlich dann auch eine ganze Reihe an ja, verschiedenen Helden, die man eben so nach und nach bekommen kann. Dann haben sie ihre Statistikwerte. Ultimate ist noch nicht, Slice ist Standard. So, hier dann einfach nur das andere, Bio-Upgrades-Buffs. Und ja, auf jeden Fall die Crusaders of the Lost Idols. Es ist natürlich schon sehr viel umfangreicher. Equipment-Slots sind bei den anderen maximal 3 und hier sind es jetzt schon auf jeden Fall bis zu 6. Und mal sehen, was dort dann alles verfügbar wird. So, Inventory, ich mache jetzt mal eine Kiste auf, um mal gucken, was da jetzt tatsächlich so alles drin ist. Jawohl, eine Treasure Chest. Increased Damage of All Champions bei 275. Dann für Burner. Okay, die sind beide für Burner. Dann Instantly Gain 30 Minutes of Gold. Also das sind dann auch wieder diese Fortschrittskarten. Ja, jetzt ist natürlich unpraktisch, dass der Hilfetext direkt über dem Ding steht. Und das hier ist auch eine Goldkarte. Also sind es auch genauso 2 Ausrüstungskarten und die anderen 3 sind halt zusätzliche Buffs, Boni oder ähnliches. Hier ist jetzt wieder weg. Hier kann ich dann auch einstellen, dass ich mehr Chests auf einmal öffnen möchte. Und wieso der Shop? Da dürfte wahrscheinlich noch nichts drin sein.
kann ich denn dich nicht zumachen? So. Open a chest, increase damage by all champions. Also, da habe ich jetzt etwas freigeschaltet und ich habe ein Gear gefunden. Ah, das sind die gleichen Rarity-Level wie auch bei den anderen. Und ja, also zwei Slots sind jetzt gefüllt und insgesamt gibt es allerdings 6. So, der Store Achievements, genau, da habe ich ja jetzt offensichtlich ein, genau, Open a Chest, hat geklappt. Und Find a Pieces of, von irgendeiner Rarität. View the Credits, na, da gucke ich mir doch gleich mal die Credits an. Mal gucken, wo die sind. Mein Menü, Credits. Okay, da steht noch nicht allzu, doch. Wolltest du dich jetzt bewegen? Ja, jetzt fängst du an, dich zu bewegen. Gut. Und? Nee. Muss ich mir die ganzen Credits komplett anschauen? Okay, einmal durchlaufen lassen. Und aktuell sind wir bei Version 0.13. Das ist auch wichtig zu wissen. Playtesters! Ja, ich bin Playtester! Jawohl! So, durchgelaufen. 9. Sollte das Ding noch weiterlaufen. View the Credits. Also, nochmal. So, okay. Und jetzt geht's nochmal weiter. Jetzt bin ich wieder am Anfang und es beginnt wieder von vorne. So, mehr Credits kann ich mir also nicht anschauen. Ha, okay, man muss echt warten, bis die einmal durchgelaufen sind. Dann bekomme ich auch das Achievement. Und der andere ist, und sie ist auch gerade schon gestorben. Okay, dann gucke ich mir jetzt mal den Boss an. Und if you take out the Gnoll Leader and the others will scatter. Ah, okay. Dann mache ich doch mal meinen Damage-Click ein bisschen hoch. Wo ist denn der Gnoll-Leader? Der müsste doch jetzt kommen. Oh, der hat aber einiges an Dings, an Life Points. Was ist denn das mit der Krähe? Kann ich die anklicken? Ja, die kann ich anklicken. Beziehungsweise habt ihr die jetzt gekillt? Das ist auf jeden Fall auch eine nette Abwechslung. Und solange ich den... Noch eine Krähe. Jawohl. Naja, das hat jetzt nur 30 Goldmünzen gebracht. Das war nicht allzu viel. Klick 500 Times. Und Area Complete. Und mein erste... normale Schatzkiste. Ah, the boss dropped the chest. Chest contain gear, potions and contracts. I will explain this later. For now, click up here to view your chest stash. Jawohl. Genau, eine haben wir ja schon aufgemacht. Jetzt machen wir eine klassische auf. Die hat natürlich nur 3 Karten. Okay, eine Ausrüstung ab ja, Basis letztlich. Dann eben Gold als allgemeiner Bonus. Und eine zweite Ausrüstung. Okay. Gut. Zack. Krähe noch erwischt. Aber so viel Gold haben die gebracht. Jetzt sind da jetzt gerade die Wölfe rausgesprungen. Achso, die Hasen soll ich einsammeln. Das ist das, was da zurückbleibt. Auf jeden Fall scheint es hier einige zusätzliche Mechaniken zu geben, wo tatsächlich das Klicken sich lohnt. Weil den Vogel schießen meine Leute nicht ab. Den kann ich dann nur selber abschießen. Und da ist wieder was, was sich bewegt. Also den habe ich auf jeden Fall gekillt, aber ich weiß nicht, ob da wirklich die beiden Wölfe rausgesprungen sind. Es wäre auf jeden Fall nett, wenn es solche Hintergrundelemente gibt. A Brief of Tour. Ah, View Void Maps. Okay, das ist schon mal a Grand Tour of the Sword Coast.
Wo bin ich denn jetzt aktuell? Da oben? A Brief Tour of the Realms. Difficult Fair. So, die anderen sind noch nicht freigeschaltet. Also das sieht schon mal sehr spannend aus, wie auch immer das dann funktioniert und wie hier die einzelnen Bereiche dann letztlich erobert werden können und angefangen werden können. Also Requirement gibt es keine. Ich soll mindestens Area 25 abschließen. Ansonsten gibt es keine weiteren Einschränkungen und ich bekomme 100 von diesem Divine Favor. Earned is based on the amount of gold obtained while on the adventure. Mhm. Please complete your current adventure to do this one. Ja. Okay. Also, das ist schon mal die ganze Karte. Also, der Baum kann ich nichts anfangen. So, dann machen wir mal hier den nächsten. Jetzt habe ich schon 3 Helden. Deren Damage dann natürlich auch nach oben geht. Ja, das macht auf jeden Fall schon mal Laune, dass es eben auf jeden Fall Elemente gibt. Ha! Okay, es kommt vor allen Dingen Geld raus. Also es sind solche kleinen interaktiven Sachen, wo ich dann, da ist noch einer. Da kommen tatsächlich Wölfe raus, also habe ich das vorhin richtig gesehen. Also das gefällt mir schon mal ziemlich gut. Also machen wir mal den Autoprogress an, damit es nicht immer so lange stehen bleibt. Mal gucken, was sie jetzt hier an Alpha-Tools drin haben. Achso, das ist das gleiche wie vorhin. Vor allem Reset-Account und die Kisten. Gut. So, Bandits killed. Das heißt, jeder von denen greift nacheinander an. Jedes Mal, wenn dann ein so ein Ding erfüllt ist. Natürlich, wenn die nachher stärker werden, also beziehungsweise die Banditen stärker werden als meine Leute, dann wird es mit Sicherheit auch mehrere Angriffe erfordern. So, das heißt, das sind die Upgrades. Da kann ich ihn jetzt mal auf Level 25 bringen und das nächste Upgrade freischalten. That last upgrade you unlocked is my ultimate attack. You can choose when you use it by clicking this button on the bar. Ultimates have the short cooldown between uses. But you are dingsbums. When you give us a devastating blow to a single enemy using his shield and axe. 4000, nein, 4. Doch, 4. 40.000. Das ist ja hoch 4 schon. 60 Sekunden Cooldown. Oh, jetzt soll ich Travelers. Köpfe von Travelern machen. Es ist auf jeden Fall etwas blutiger als Crusaders of the Lost Idols. So, gibt es hier jetzt noch eins, Level 50. Gibt es hier irgendeine Information, wie viele Upgrades der maximal haben kann? Kann ich da irgendwas einstellen? Ich glaube nicht. So, bei dir werde ich dann auch, dann kann ich gleich mal gucken, ob ich 10 Level auf einmal kaufen kann. Jawohl, kann ich. 10, 20, 25, so Level 10, ah Level 20, du hast eine anderes Upgrade Stufen. Ah, das sind die Buffs, genau, 100% Increased Damage, weil du den anderen dabei hast. So 15, 25, bei dir waren es jetzt 10 und 20. Ah ja, genau, die Ultimate, die jetzt freigeschaltet wurde. Okay, du kannst alle 6 Sekunden angreifen. Und Crusader's Mantle, ist das jetzt das gleiche? From Celeste, ja. Du hast auch. Das heißt, bei. Ne, Moment, das eine war die. Das eine ist doch hier Increased Damage of All Champions. Aber das ist unabhängig davon. Increased Damage auf 100%. Ah, für jeden von diesen Heroes.
Das heißt, deswegen kriegt er das von beiden dann zugeteilt. Aber das hier muss ja noch ein Upgrade von dir sein. Increase Base DPS of Crusaders, ja. Da stehen dann nur die Namen nicht direkt daneben. Deswegen ist dann ihr Outgoing außer als Crusader Mantle und das bekommen beide. Okay, das heißt, das ist der eine Buff, der angezeigt wird, aber der andere muss sich ja auch auswirken. Für den steht jetzt nur nicht direkt, wo der wirkt. Wunder does more damage if you ejected companions. Ah, da steht das nächste Unlock at Level 50. Bei ihr ist er at Level 40 und hier ist Level 20 und 40 dann. Ja, da hilft beim Klicken schon gar nichts mehr aktuell. Das ist an der Zeit, die ein bisschen zu leveln. Was habe ich denn aktuell für Reserven? Increase the Damage of All Champions bei 100%. Ja, den kann ich jetzt natürlich nicht mehr einsetzen. Und der hat alle erledigt. Naja, da muss ich wohl noch ein bisschen farmen und ein bisschen was einsammeln. Damit ich hier in der Lage bin, gegen den Boss zu bestehen. So, Collections, was haben wir denn hier? Okay, das sind die, das ist Basis. Das ist dann sozusagen die zweite seltene Dings, das ist die dritte Stufe und dann gibt es noch die vierte natürlich. Und die kann ich mir hier dann direkt alle anschauen, was sie denn aktuell an Ausrüstung haben. Die Frage ist natürlich, ob die alle gleichzeitig gelten oder ob automatisch letztlich immer der höchste natürlich verwendet wird. Da ist der nächste Rabe, da ist wieder ein, ja, was ist das eigentlich, ein Golem, ein Ork, irgend sowas in der Richtung. So, hier habe ich jetzt das nächste auf Level 50. Dann machen wir den doch auch gleich voll. Increase the Base DPS of Heroes in the same column. Das heißt, hier sind diese ganzen Buffs dann auch angezeigt. Der nächste ist auf Level 80. Increase Damage auf 300. So, Level 100 kann ich mir den leisten, aktuell noch nicht. So, du bist bei Level 30 als nächstes, das passt ja genau. Den kann ich einfach freischalten, der kostet anscheinend nicht extra Kohle oder so. Auch wieder ein Bonus auf alle Champions. 143 Click Damage. Das ist an sich nicht sehr viel, wie mir scheint. Und natürlich fehlt mir aktuell auch noch irgendein Heiler, damit die nicht alle nach und nach wegsterben. So, jetzt habe ich auf jeden Fall mal noch Level 10 erreicht, aber hier ändert sich wahrscheinlich eh nicht allzu viel. Und hier kann ich bestimmt noch meine Formation Slots... da kann ich, glaube ich, noch die Level einstellen, zumindest das Maximum. Ja, da ist dann der Level bei. So, und hier ist, dass ich meine Formation speichere oder eben abrufe. Also auch drei Formationen. Also es hat schon einige Ähnlichkeiten zu Crusaders of the Lost Idols. Aber es ist eben in einem etwas anderen Setting angelegt. Und es hat auf jeden Fall die Ausrüstungssachen noch weiter ausgebaut. Ah, hier ist die Potion. Genau, das war das mit den 4% auf Monsters Max Heals. Das heißt, 4% erreiche ich mit meinem Klicks. Cause Klicks to do at least 4% auf Monsters Max Health. Ja, das heißt, dann kann ich den mit einer, schnell überlegt, 25 Klicks, genau, 25 Klicks kriege ich dann jedes Monster klein. Aber das dauert doch 4 Minuten. Also da kriege ich einige. Da kriege ich auf jeden Fall einen Boss klein, das sollte überhaupt kein Problem darstellen. Und Moment, wo habe ich gerade nachgeschaut?
Was haben wir eigentlich im Main-Menü noch? News, Changelog. Genau, also die Updates sind jetzt relativ schnell gekommen, weil ich habe nämlich öfter gesehen, also ja, also nahezu tägliche Updates aktuell. Und ja, mal sehen. Also das erste noch Balancing-Sensor und natürlich vor allem Fixes. Hier sind neue Features reingekommen. Okay, das sind die Sachen an der Seite. So, da waren die noch nicht gleich gemacht. So, Alpha-Update Nummer 3 aktuell. Reset Currency. New provides 1% Gold Find per Currency instead of 1% DPS. Divine Fervor provides 1% Gold statt DPS Increase. Okay, das sind so einzelne Sachen. Da ich es allerdings noch nicht gespielt habe, macht mir das natürlich auch so nicht allzu viel aus. Weil ich da die Änderungen noch nicht mitbekomme. Gut, hier ist noch ein bisschen Issue, wie so Automatic Crash Reporting und Added More Detailed Game Error Reporting. Okay. So, Credits habe ich schon gemacht. Ich habe 500 Monster gekillt, also den nächsten Achievements freigeschaltet. Dann mal gucken, was ich noch. Also das sind die, die ich jetzt schon bekommen habe. Habe ich gesehen. Und Find a Gear. So, das sind die, die jetzt aktuell laufen. So, klar, die Klicks natürlich, die kann ich jetzt, glaube ich, gleich mal probieren, relativ schnell hochzujagen. Monster, ha! Oh, das geht nicht schnell genug, da den Dings zu bekommen. So, jetzt erwische ich dich. Aber naja, es ist schon spürbar im Vergleich, dass die ja doch teilweise ziemlich wenig Goldmünzen oder ziemlich wenig Gold pro einzelnen dort liegen lassen. Ist das jetzt, ja, das heißt, er rechnet, wenn ich mehrere Goldmünzen zusammensammle, die alle in einem Block aus. Das heißt, 178 ist sozusagen aktuell das, was mir ein so ein Typ einbringt. Da ist der Vogel natürlich mit über 1000 schon ganz ordentlich. Ach ja, ich wollte ja dann das nächste Level anfangen. So, hier brauche ich Level 20, das schaffe ich so nicht. Hier Level 40, das geht. Here's Crusaders in the column in front of Celestin. Naja, dann müsste ich die jetzt langsam mal umstellen und die nach hinten setzen. Naja, der eine ist schon gestorben. Aber das macht ja nichts. Dann, hey, da ist ein Stein. Cool, also das sind ja echt Elemente, die gefallen mir sehr gut. Dann lohnt es sich, das Spiel im Auge zu behalten und vielleicht doch mal eine Weile aktiv zu spielen, als statt das nur als Idle Game im Hintergrund laufen zu lassen. Also ich denke, ich bin fit genug, um jetzt den nächsten Boss zu killen und wird auf jeden Fall noch so weit spielen, dass ich die erste Mission auf jeden Fall abschließen kann. Und ja, da ist die nächste Kiste. War das jetzt sogar schon eine Goldchest? Ja, das war schon wieder eine Goldchest. Ich denke mal, dass sie die für die Alpha vielleicht noch relativ hoch gestellt haben. Bandits come, let's get back to the road before it's seen. We have taken out the bandits, but seem to have gotten turned around it. Okay, mit den Texten, die muss man dann noch ein bisschen schneller lesen. Hey, die Krähe. Das sind jetzt bloß 476, das ist wieder relativ wenig am Anfang. Das ist wahrscheinlich in den höheren Leveln entsprechend verhältnismäßig deutlich mehr. So, die Formation ist eh. Aber ich möchte auf jeden Fall noch sehen, wie es ist dann. Was ist denn das da hinten? Eine Biene? Ah, kann der auch mehrere auf einmal killen? Kommt. Ne, der andere hast du gekillt. Aber auf jeden Fall ist die Area schon vollständig. So, Autoprogress wieder ein und die Krähe noch erledigt. So, du bist bei 100 wieder. Und der nächste, dein Damage wird wieder erhöht. Level 100 Upgrades. Ach ja, genau, ich wollte ja mal testen,
wie viel der Klicker in der Lage ist zu leisten. Also der hohe Klicker klappt natürlich nicht, das ist auch bei Crusaders of the Lost Idols so, aber mit dem Klicker, der bei Crusaders of the Lost Idols soweit funktioniert von der Geschwindigkeit her, der funktioniert auf jeden Fall ganz prima. You're tired and hungry, search for food. Okay, das sind jetzt... Ah, okay, das ist die gleiche Nachricht, die auch hier oben steht. So, du bist bei Level 50, gibt's schon den nächsten. Flamestrike, Ultimate Attack. 3 Minuten Cooldown. Hey, gleich 2 Krähen auf einmal. Was hatte sie denn da gerade vorher noch gesagt? The Damage of Ejected Heroes und... Celestine heals everyone in the column in front of her. Bin ich schon bei einem Boss? Ja, bin ich bei einem Boss. Aber das heißt, solange ich den mit meiner Maus bearbeite, kann er zumindest langsamer vorwärts gehen. Und das gab Mützen. Also es gibt nicht nur Chests und so weiter, sondern es gibt auch Münzen, Gold. So, jetzt ist nur die Frage, wo sehe ich das? Das sehe ich nur im Store, oder? 8. Also 8 von diesen Edelsteinen habe ich bekommen. Was ist denn hier mit dem Wetter los? Das wird ja alles ganz grau. Da wird es schon richtig ungemütlich. So, also vorblättern kann ich auf jeden Fall nicht. Hier ist jetzt auch nicht so speziell zu sehen. Wobei das hier durchaus noch ein bisschen kleiner sein kann. Da ist wieder ein Stein mit Schatz drunter. So, dann nehmen wir doch mal den nächsten auf. Du bist ein Wutsch. Und ein Drow. Ja, jetzt habe ich die Nachrichten gar nicht gesehen. Also gut, das hier ist einfach wieder Wildblumen sammeln. Ist der Wutsch gerade von hinten angegriffen? Aha. Ah ja, deswegen, der greift den am weitesten entfernten Feind an. So, hier muss ich noch auf Level 20 kommen, um das nächste freizuschalten. Das Base DPS of Heroes in the Column Behind Nelly. Okay. Jetzt wird er langsam schon wieder komplexer. Das heißt, du hast jetzt das Modern Schiff, he is addicted to more commands, place him next as many as heroes as you can. So, das heißt, der kommt in die Mitte. Du heilst ihn vor dir. Und auch wieder die Heilung der Ejected. Hui. Ein Brunnen. Also mit meinem Klicken erreiche ich aktuell nicht sehr viel. Aber es geht zumindest recht zügig nach oben. Die Krähe muss ich an sich nicht oft treffen. Aber den Rest kriegen meine Crusader schon ganz gut hin. Ah, die Krähe habe ich nicht mehr erwischt. Okay, das sind jetzt wahrscheinlich einfach immer nur Damage-Boni, die einfach dann weiter freigeschaltet werden. Wobei steht das jetzt hier? Ja, da kann ich auf jeden Fall schon mal sehen, welche Buffs dann jeweils von den anderen dazukommen. Und das sind seine Upgrades. Das ist die eine Fähigkeit gewesen. Und das ist dann eine, die sich ausbreitet. Also beziehungsweise die halt mehrere umfasst.
Also wenn ich die das erste Mal anklicke, dann halte ich sie zumindest eine Weile auf. Aber mit der Zeit laufen die dann trotzdem weiter. Das heißt, ich kann sie nicht beliebig lange aufhalten. Und solange ich auf den draufklicke, wird sozusagen meine Schadenszahl immer weiter aufsummiert. Und jetzt fehlen nur noch 5 Level, bis ich dann hoffentlich in der Lage bin. Wo willst denn du jetzt? Achso, du hast den schon abgemurzt. Ja, das sieht noch nicht so aus, als würdet ihr schon in der Lage, den zu besiegen. Da muss ich euch erst nochmal ein bisschen wieder aufleveln. Aber ist ja kein Problem. So, das sind dann 100, das sind 25, 300% Schadensbonus. Was habe ich denn aktuell? 2,67. Oh, was ist das denn? Spezialisation, Spezialisierungsauswahl bei Level 150. Was kann ich denn da jetzt auswählen? Battlemaster und Developing His Group Tactics und Champion for Development of His Own Strength and Damage. Hey, you got an upgrade applied. Don't cost anything, so get it on. Ja, bin ich ja schon dabei. Jetzt verdeckst du aber schon wieder die Meldung. Was ist der Effekt auf Bonus Rally Ability bei 100% oder Bonus Inspired Ability? Bonus Focus on Developing His Group Tactics for the increasing damage of Zeus in the same column as him. Okay, genau, das ist der Battlemaster. Focus on the developer on his own strength and damage and dealing devastating blows on enemies. Das heißt, das ist dann seine Kampffähigkeit, Champion-Geschichte. Ich wähle jetzt mal die Champion-Geschichte aus. So, das heißt, da müsste das ja jetzt deutlich stärker sein. So, das ist Level 75. Increase Effect of Citizen Masculine Ability bei 300%. Das heißt, es gibt etliche Upgrades dann für die einzelnen Stufen. Oh, da ist noch ein... Ich hab dich doch gesehen. Hat sich wieder verkrümelt. Und Level 80 gleich das nächste Upgrade. Okay, da ist auf jeden Fall der Farmer. Ja, Zeit für dich mal ein vernünftiges Upgrade zu bekommen. Juhu, Area Complete. Muss ich die immer automatisch einsammeln? Nee. Aber 4 weitere Gems. Das heißt, wenn es keine Chests gibt, dann gibt es zumindest Gems. Inland Village to Tribor to the High Road to the Coast. So, dann gucke ich mir doch nochmal die Weltkarte an. Das heißt, ich bin jetzt hier nach dort unterwegs. Natürlich auch die Frage, ob jetzt aktuell nur diese Bereiche freigeschaltet sind, aber das werde ich jetzt gleich sehen, wenn ich dann mit dem Teil schon mal durch bin. Und das sind wahrscheinlich diese Boni, ah ja genau, diese Medaillen, die halt vor allem jetzt den Goldbonus erhöhen, aber keinen DPS-Bonus mehr machen. A Grand Tour of the Sword Coast. Vor allem, wenn das nur die eine Kampagne ist, wer weiß, ob es dann noch komplett andere gibt. Aber eigentlich können hier ja schon mehrere untereinander dann gemacht werden. So, der nächste Held. Die nächsten 5 Click Damage. Der Zorn, Pfeil Gottes, wie auch immer. Das reicht nicht. 90 reicht. So, increase the damage of all champions bei 200%. Gut. Okay, hier kann ich Aura of Courage von Yali, von Celestine. Celeste. Und von Bühner. So, Level 35, das dauert dann ein bisschen länger. Level 12.
also sehr unterschiedliche, sehr krumme Steps. Und gets the base DPS of all heroes by 10% for each enemy attacking Nihali. Okay, der steht hier jetzt eh vorne. So, du hast die beiden noch nicht freigeschaltet. Ich frage mich, ob der schnelle Adler noch deutlich mehr Kohle wahrscheinlich bringen wird. Diesmal laufen sie nicht weiter, diesmal bleiben sie stehen. Das ist auch interessant, dass es dann da unterschiedliche Zuordnungen gibt. Das heißt auf jeden Fall, wenn ich nicht aufmerksam genug bin, kann ich die schnellen Krähen auf jeden Fall nicht gut erwischen. Ja, okay, die Damage wird nur hier angezeigt, haben aber alle hoch 8, hoch 7. Das lohnt sich natürlich nicht sehr, da sollte er ein bisschen mehr machen. Ist jetzt auch auf 8. Genau, I see him smoke to the west. Also Travelers, perhaps they have encountered similar madness on the road. Okay, das heißt, sie unterhalten sich ein bisschen darüber, wie es dann weitergeht und was als nächstes kommt, auch wenn das jetzt natürlich keinen großen Einfluss hat. In, it's on fire, but not of the natural means. Everyone be careful, burns up pain to heal. Oh, das ist nicht gut. Auf jeden Fall kann ich sie ein bisschen aufhalten, indem ich sie anklicke und dafür sorge, dass die nicht nach vorne laufen. Oh! Aber gleich habt ihr es geschafft. Jawohl. So, das heißt, Level 25 ist erreicht. Complete Adventure! Completing your current adventure will send you back to the real map. Your champions levels will reset for your next adventure. But all equipment, inventory items and divine favor will be carried over. Based on your gold, collect this adventure. Okay, die divine favor sind ermittelt anhand des Golds. Und zwar das, was ich eingesammelt habe, nicht das, was ich jetzt noch habe. Oh, ein Abspann. A brief tour of the realm completes. 3 Divine Favor, 100 Edelsteine. Und new adventures unlocked. A brief escort to the realms. Take a journey down to the Sword Coast with a wagon. Okay, das heißt, hier ist jetzt die nächste Schwierigkeit freigeschaltet, aber da kann ich in der Mitte nicht keine Person hinsetzen. Das ist ja auf jeden Fall lustig. Adventure not repeatable. Oh. Das heißt, ich hätte den lieber noch ein bisschen weiterlaufen lassen sollen, wenn das denn geht. Ich weiß ja nicht, ob wenn ich das Ding zumache, ob ich dann das Adventure auch hätte laufen lassen können. Aber okay, dann also auf zum nächsten Objective und von vorne begonnen. Und ein weiteres abgeschaltet. Meets 8 in the Waterdeep. Okay, aber soweit für die erste Folge. Das erste Adventure abgeschlossen. Und ja, insgesamt läuft das Spiel schon ziemlich stabil. Also ich habe jetzt keine ernsthaften Probleme festgestellt. Und bin sehr gespannt, wie lange sie dann tatsächlich brauchen werden, das aus der Alpha rauszubekommen und wie viele verschiedene Objectives letztlich dort dann zur Verfügung stehen. So, gleich wieder die Krähe. Und hier ändert sich ja im Endeffekt erstmal nichts. Mal sehen, wann sich da dann auch irgendwie die Schwierigkeitsstufen ändern. Das heißt, das dürfte ja dann nach und nach zunehmen. Brief Tour of the Realms, Brief Escort Tour of the Realms. Genau, das eine war die normale Tour.
Und jetzt soll ich bis Area 35 kommen. Also mal sehen, ob jeder von diesen Punkten letztlich dann auch so ein Set an Objectives erhält. Und 3% mehr Gold. Und das hier sollte ich ja alles behalten haben. Genau, 5. Soll ich eigentlich noch 5 Kisten? Achso, stimmt, die 5 habe ich ja vorhin nicht aufgemacht, weil das mit dem 10er-Klick nicht geklappt hat. Und auf jeden Fall die Ausrüstung ist erhalten geblieben, alles andere wurde zurückgesetzt. Ich frage mich natürlich, ob diese Boni-Werte sich an irgendeiner Stelle auch ändern oder ob die einfach nur statisch sind. Ja, mit so einem Haufen Bogenschützen ist es schon schwierig, überhaupt zu überleben. Hey, da ist die Krähe. Boah, die schnelle Krähe habe ich nicht erwischt. Also soweit ein Blick in die Closed Alpha von Idle Champions of the Forgotten Realms. Ich bin sehr gespannt, wie schnell sie da weiter mit den Updates fortfahren werden und bis sie das Spiel in einem Zustand haben, wo sie sagen, okay, die Closed Alpha oder die Alpha selber können wir abschließen. Und dann wahrscheinlich, dass sie ebenso wie bei Crusaders of the Lost Idols mit einer Beta starten, wo sie halt sagen, okay, das passt für uns und hier können wir jetzt die Spieler ganz normal anfangen lassen, ohne dass noch irgendwas resettet wird. Oder dass so große Mechaniken eben geändert werden, dass nicht einzelne Währungen oder so weiter wieder zurückgesetzt werden. So wie es ja vorhin in den Changelog schon drin stand, aber dafür ist halt eine Alpha da, um genau solche Sachen auszuprobieren und vor allen Dingen eine motivierende Belohnungsspirale in dem Spiel zu implementieren, weil schließlich geht es ja bei einem Free-to-Play-Spiel genau darum, die Leute interessiert genug zu halten, das Spiel weiterzuspielen und immer noch die nächste Mohrrübe vor der Nase zu haben. Also mal sehen, welche Mohrrüben nachher bei Release des Spiels alles drin sein werden, wie abwechslungsreich die Objectives sind und bis zum nächsten Mal. Tschüss!